Die Fußballnationalmannschaft der Niederlande hat sich zum Auftakt der EM-Qualifikation warmgeschossen für das Prestigeduell gegen Deutschland am Sonntag, 20.45 Uhr, RTL in Amsterdam. Oranje besiegte Weißrussland nach einem Blitzstart mit 4:0, 2:0 und übernahm in Gruppe C zunächst die Tabellenspitze. Im Derby von Rotterdam traf der überragende Memphis Depay bereits nach 50 Sekunden für die Mannschaft von Ronald Koeman, die letztmals 2014 für ein großes Turnier qualifiziert war. Jorginho Wijnaldum vom FC Liverpool 21. und erneut Laienprofi Depay 55. Foulelfmeter erhöhten für den Gastgeber. Wijnaldums Clubkollege Virgil van Dijk 86. schraubte das Ergebnis per Kopfball weiter in die Höhe. Depay gehörte schon beim 3:0-Sieg gegen Deutschland im Oktober zu den Leistungsträgern und Torschützen. Zuletzt wusste er in Lyon aber weniger zu überzeugen. Ärgerlich für die Niederländer war lediglich die Verletzung von Tete kurz nach seiner Einwechslung, wodurch die Gastgeber die letzten 20 Minuten in Unterzahl agierten. Punkt. Nordirland bezwingt Estland. Nordirland besiegte derweil in Belfast die Auswahl Estlands durch die Tore von Niall McG in 56. und Kapitän Stephen Davis 75. mit 2:0, 0:0. Die beiden bestplatzierten Teams jeder der 10 Gruppen qualifizieren sich direkt für die paneuropäische EM 2020.